werden heute den Einsatz von Drohnen im Bevölkerungsschutz testen, zusammen mit einer Rettungshundestaffel, dem Bayerischen Roten Kreuz, der Feuerwehr und den Maltesern. Sehr schnell verfügbar, sie sind leicht einsetzbar und sie sind in Bereichen einsetzbar, wo man Menschen nicht in Gefahr bringen muss. Wo ein Hubschrauber nicht mehr fliegen kann, weil einfach die Sicht nicht gegeben ist, die Wolkenuntergrenzen da sind, wo es viel zu eng ist, wo man damit erkunden kann in schwierigen, in gefährlichen Bereichen und ganz schnell auch wichtige Informationen bekommt.